Heute für euch 7 Slytherins, die nicht böse waren. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über das Haus Slytherin sprechen, genauer gesagt über die Moral des Slytherin-Hauses und einige ihrer ehemaligen Mitglieder. Im ersten Harry Potter Buch hat Hagrid einmal gesagt, es gibt keine einzige Hexe oder keinen einzigen Zauberer, der böse geworden ist, der nicht in Slytherin war. Allerdings gibt es natürlich auch ein paar große Probleme mit Hagrids pauschaler Aussage. Das erste Problem, das ich sehe, ist, dass Hagrid stark übertreibt und verallgemeinert. Natürlich gab es Zauberer, die böse waren und die aus Slytherin kamen, aber bei weitem nicht alle. Das zweite Problem mit seiner Aussage ist die Formulierung. Viele Leute haben es so interpretiert, dass alle Slytherins böse werden, obwohl Hagrid eigentlich meinte, dass alle bösen Hexen und Zauberer aus Slytherin kommen. Wenn man darüber nachdenkt, sind beide Aussagen falsch. Egal wie man es interpretiert, bleibt die Tatsache, dass am Ende des Tages Hexen und Zauberer existieren, die aus Slytherin stammen und die am Ende gut waren, bzw. sich positiv verändert haben. Und genauso andersrum, es kommen auch böse Zauberer aus anderen Häusern. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf einige dieser Charaktere, die aus Slytherin kommen und tatsächlich nicht böse waren. Als erstes auf unserer Liste haben wir Phineas Black. Ich weiß, was du denkst. War Phineas nicht der schreckliche, voreingenommene, ehemalige Schulleiter von Hogwarts, den alle gehasst haben? Ja, natürlich. Aber das war Phineas Nicholas Black. Dies ist Phineas Black, sein Sohn. Nur weil er den Namen und das Blut seines Vaters teilt, bedeutet das nicht, dass er genauso wurde wie er. Vielmehr war Phineas Black für seinen Vater eine Quelle der großen Schande. Wie sich herausstellte, glaubte Phineas tatsächlich an die Rechte der Muggel, eine Überzeugung, die dazu führte, dass er von seinem Vater verstoßen und aus dem Stammbaum der Familie Black ausgestoßen wurde. Phineas war, wie sich herausstellte, ein guter Mensch, auch wenn er ein Slytherin war. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Regulus Arcturus Black, alias RAB, der jüngere Bruder von Sirius Black. Er war ein reinblütiger Zauberer, der in die Familie Black hineingeboren wurde. 1972 wurde er in Slytherin einsortiert und schloss sich treu wie die anderen vor ihm Voldemorts Todessern an. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen Todessern lief Regulus schließlich über, nachdem er erfahren hatte, was Voldemort wirklich vorhatte und welche Macht er anstrebte. Er erfuhr insbesondere von Voldemorts Horcruxen und versuchte sogar das Medaillon zu zerstören. Regulus war zwar immer noch eine Figur mit einem gewissen Maß an moralischer Flexibilität, aber seine Handlungen in den späteren Jahren bedeuteten und deuteten darauf hin, dass er im Gegensatz zu vielen anderen dunklen Zauberern ein gewisses Maß an Mitgefühl für andere hatte. Als Regulus älter wurde, ließ er seine egozentrische dunkle Seite seiner selbst hinter sich und strebte eine mutigere und selbstlosere Existenz an. Selbst als es an der Zeit war, sich zu opfern, zeigte Regulus aufrichtige Besorgnis um das Wohlergehen von Creature und seiner Familie. Zu diesem Zeitpunkt war Regulus ein guter Mensch geworden, obwohl er ein Slytherin war. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Andromeda Tonks. Geboren als Andromeda Black aus dem Hause Black, war sie eine englische Hexe, die den muggelstämmigen Ted Tonks heiratete. Da sie aus dem Hause Black stammte, einer Familie von Reinblütern, war es nicht verwunderlich, dass sie wegen ihrer Heirat von ihrer Familie verstoßen wurde. Gemeinsam hatten sie und Ted eine Tochter, Nymphe Dora Tonks, die wir als angesehene Aurorin und Mitglied des Orden des Phönix kennen. Andromeda war sicherlich keine böse Hexe. Als nächstes haben wir Merlin. Merlin, angeblich der mächtigste Zauberer, der je gelebt hat, besuchte das Gelände der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei nur wenige Jahre nach ihrer Eröffnung, im Jahr 990 nach Christus. Es wird angenommen, dass er direkt unter Salazar Slytherin unterrichtet wurde. Doch obwohl er unter ihm unterrichtet wurde, ließ sich Merlin nie von Salazars negativer Einstellung gegenüber Muggeln und Muggelstämmigen anstecken. Tatsächlich war Merlin fest davon überzeugt, dass Muggel und Zauberer in Harmonie zusammenleben sollten. Merlin glaubte so fest an seine Sache, dass er eine Organisation gründete, die helfen sollte, alle Komplikationen im Zusammenhang zwischen dem Zusammenwachsen beider Welten zu beseitigen. In dieser Zeit gab es besonders viele Konflikte zwischen Muggeln und Zauberern. Die Welt der Zauberer war im Grunde offen und die Muggel wussten, dass Hexen und Zauberer unter ihnen lebten.
Anstatt sie wegen ihrer magischen Fähigkeiten zu akzeptieren oder von ihnen zu lernen, waren die Muggel im Umgang mit magischen Menschen äußerst hart. Sie betrachteten sie oft als Ausgeburten des Teufels und verfolgten sie in sogenannten Hexenjagden. Das sagt viel über Merlins Charakter aus, dass er besonders reinen Herzens war und die moralische Oberhand behielt, während er gleichzeitig das Wohl der Menschen im Auge behielt. Er besaß die Fähigkeit, rational zu denken, selbst während sein eigenes Volk verfolgt wurde. Als nächstes haben wir Horace Slughorn. Horace Slughorn war ein englischer reinblütiger Zauberer, der irgendwann zwischen 1882 und 1913 geboren wurde. Als er als junger Mann Hogwarts besuchte, wurde er in das Haus Slytherin eingeteilt. Aufgrund seiner Verkörperung vieler Aspekte des Hauses Slytherin identifizierte er sich stark mit ihm. Mit zunehmendem Alter wurde er sogar zum Hauslehrer ernannt, eine Rolle, die eine Person übertragen bekommt, die für die Betreuung und Disziplinierung der Schüler des Hauses verantwortlich ist. Angesichts des Rufes von Slytherin als Haus dunkler Hexen und Zauberer ist es natürlich ein bisschen fragwürdig. Aber um diese Rolle zu erfüllen, braucht man wirklich jemanden mit fester Hand. Obwohl Slughorn manchmal recht unnahbar wirkt, ist er unglaublich scharfsinnig und noch viel mächtiger, als man denkt. Das einzige Wirkliche, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass er von allen gemocht werden wollte und tief im Inneren ein Aufsteiger war. Dennoch ist Slughorn sicherlich kein schlechter Mensch und die zentrale Rolle, die er in der Schlacht von Hogwarts gespielt hat, sollte mehr als genug sein, um ihn seiner wenigen guten Eigenschaften zu verzeihen bzw. ihn in ein gutes Licht zu rücken, obwohl er in Slytherin war. Als nächstes haben wir Albus Severus Potter, der Sohn des berühmten Harry Potter. Er wurde nach zwei der tapfersten Männer benannt, die Harry Potter jemals kannte: Albus Dumbledore und Severus Snape. Albus begann Hogwarts im Jahr 2017 zu besuchen und wurde kurz nach seiner Ankunft in das Haus Slytherin einsortiert, zusammen mit Scorpius Malfoy, dem Sohn von Draco Malfoy. Interessanterweise wollte Albus nie ein Slytherin sein. Tatsächlich war er so sehr dagegen, in dieses Haus einsortiert zu werden, dass er vor der Sortierung an nichts anderes denken konnte. Ironischerweise führte dies wahrscheinlich zu seiner Einstufung, denn als der sprechende Hut seine Gedanken analysierte, konnte er nur Slytherin, Slytherin, Slytherin hören. Albus hatte in den ersten Jahren an der Schule ein bisschen Schwierigkeiten, besonders weil er mit dem Druck des Erbes seines Vaters kämpfte und oft das Ziel vom Mobbing wurde. Trotz seines Drucks und der Schikanen ließ sich Albus nicht unterkriegen und gab nie nach, was viel über seinen Charakter aussagt. Zuletzt auf unserer Liste haben wir Severus Snape. Geboren am 9. Januar 1960 als Sohn eines Muggelvaters und einer Hexenmutter, wuchs Severus Snape in der Stadt Cokeworth auf. Sein Leben begann hart und wurde nicht viel besser, als er in Hogwarts war. Snape entwickelte Gefühle für ein junges Mädchen namens Lily Evans, wurde jedoch in ein völlig anderes Haus als sie sortiert, was eine ziemlich große Kluft zwischen den beiden schon zu Schulbeginn schuf. Snapes Zeit in Hogwarts war schwierig. Er wurde wegen seiner Andersartigkeit und Seltsamkeit gemobbt, besonders von den Rumtreibern, zu denen auch Harrys Vater James gehörte. Als Reaktion auf das Mobbing zog sich Snape zurück und schloss sich schließlich Voldemort und den Todessern an. Es gab mit Sicherheit eine Zeit, in der Severus Snape von Sybil Trelawneys Prophezeiung erfuhr und hörte, dass Voldemort ein böser Kerl war. Doch als Snape erkannte, dass Lily Evans in Gefahr war, vollzog er einen Sinneswandel und wechselte seine Loyalität. Trotz seines Sinneswandels handelte Snape erfolgreich als Doppelagent für Voldemort. Voldemort glaubte bis zum Ende von Harry Potter kurz vor seinem Tod, dass Snape ihm gegenüber immer noch loyal war. Mit Snapes Tod wurden seine wahren Beweggründe offenbart. Er war kein reiner Schurke, sondern hatte auch viel Gutes in sich. Und das war's auch schon mit diesem Video. Welche Slytherins hätten deiner Meinung nach noch auf dieser Liste stehen sollen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.